Lass uns spielen. Keine Umschweife. Möge die glücklichere Hand gewinnen. Ah. Und jetzt habe ich auch beide Göttersegnungen hier. Also Thors Dingens und Iduns Dingens. Und man kann bis zu 3 auswählen und man kann anscheinend insgesamt... Sind das dann 9 oder zählen die dann als 12 mit dazu? Wahrscheinlich 9 gibt es, die man finden kann. Cool. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht, ob man jetzt Kopf oder Zahl nimmt, ob man das irgendwie beeinflussen kann. Okay, der hat 3 nicht Segnungen. Schlecht. Die mir jetzt alle nichts sagen. Ja, Spiel, ich weiß, ich habe das schon mal gespielt. Ich spare erstmal. Also, bis jetzt hat noch keiner Schaden bekommen. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Bin mal gespannt, was der für Göttersegnungen hat. Das ist bestimmt irgendwas Fieses. Ich versuche auch die ganze Zeit zu erkennen, was das für Götter sein könnten, aber da kenne ich mich doch ein kleines bisschen zu wenig aus dafür. Ich meine, ich krieg 2 auf die Mütze. Da muss ich mich nicht 4 heilen. Und für 2 Schaden, das lohnt sich einfach auch noch nicht. Ich warte erstmal noch ab, wie es verläuft. Der haut bestimmt gleich irgendeine fette Göttersegnung raus. Der hat doch so viele Marken. Nee? Muss mal gucken, dass ich dem was klauen kann. Der hat viel zu viel von diesen Dingern. Aber natürlich würfel ich keine Grabbelhände. Okay, ich brauche definitiv Helme. Naja, zur Not kann ich mich ja auch gleich mal heilen eine Runde. Ja, ich glaube, das wird nötig. Ich heile mir mal 4. Ach, da zeigt es mir jetzt auch hier an. Wenn ich die mit habe, kann ich mir 6 heilen. Beunruhigt mich ein bisschen, dass der noch keine Göttersegnung benutzt hat. Der hat doch dann bestimmt irgendwas extrem Fieses. Das sollte reichen. Was kriege ich denn auf die Mütze die ganze Zeit? Und der hat halt schon fast 3 Stapel voll mit diesen Marken.
Also wenn jetzt das ganze Spiel verläuft, ohne dass der eine Göttersegnung benutzt, dann lache ich mich aber tot. Vor allem, er hat ja jetzt 3. Kann ich mir dann eine von denen aussuchen oder kriege ich einfach random eine von denen geschenkt? Weil alle 3 würde ich ja wohl nicht kriegen. Macht halt einfach immer noch nichts. So, ich klau mir jetzt den ganzen. Nö, nö, ich klau jetzt dein ganzes Zeug hier. So, ich kriege jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Schaden. Das kann ich aber mal noch verschmerzen. Ich könnte ihm Priorität 6. Ich weiß halt nicht, was er hat. Ich riskiere es jetzt einfach mal und hau mal drauf und hoffe einfach, dass ich ihn jetzt damit platt kriege. Keine Göttersegnung genommen. Lang dauert das nicht mehr. Gut gespielt. Die Götter haben deine Hand geleitet. Willst du noch einmal? Nee, passt ein schon. Ein andermal vielleicht. Etwas, das sich langsam bewegt. Ulrus Treffsicherheit, aha. Also ich meine, jetzt nach dem Spiel wundert es mich nicht mehr, dass der gesagt hat, er hat heute noch nicht gewonnen. Weil wenn du 3 Göttersegnungen hast und keine davon nimmst, das ganze Spiel durch... Und siehst, dass du gleich verlierst, war ja kein Wunder. Also da brauchst du dich dann auch hinterher nicht mehr beschweren. Schauen, ist der beim Sportstreik genauso dämlich? Du, Däne, komm näher. Was willst du von mir? Du siehst kampferprobt aus, aber wirst du dich auch der größten Herausforderung deines Lebens stellen? Wovon redest du denn? Ich rede von einer fürchterlichen, monströsen Macht, deren Namen man im ganzen Lande fürchtet. Fergal der Gesichtslose, der gefürchtetste Spottstreiter von ganz Grantabrückschir. Oh, ein Spottstreiter, mehr nicht? Fergal der Gesichtslose hat schon andere Zweifler vor dir bezwungen. Wirst du dich ihm stellen? Ja, also wenn der mindestens genauso gut ist wie der Erlöck-Spieler, dann auf jeden Fall. Dann zeig mir diesen Gesichtslosen. Was? Oh Gott. Du bist überaus mutig. Oder auch überaus leichtsinnig. Komm, ich gebe dir den Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet den Weg zur Fergals Höhle. Die du hier vor dir siehst. Das Haus hier? Das ist kein Haus. Das ist ein Hort der Albträume. Eine Todesgrube, derer nur wenige unversehrt entstiegen sind. Von Worten. Unversehrt von Worten. Geh. Geh nur. Möge Gott mit dir sein. Also die PR-Managerin ist schon mal gut. Mal gucken, ob der... auch mithalten kann, der Spottstreiter himself. Ja, bisschen gruselige Deko. Geiler Widderschädel. Ja, dann. Zeig doch mal, wo auch immer du bist. Ein neues Opfer! Wer wagt es, den mächtigen Fergal, den Gesichtslosen, herauszufordern? Eivor vom Rabenclan. Eivor vom Rabenclan! Meine nächste Mahlzeit
Bist du bereit, dich wörtlich ausweiden zu lassen? Das überlebe ich schon. Ich bin Fergal, gesichtslos. Und ich bin klug und stark. Aber du nämlich nicht. Du bist nämlich hässlich und dumm und voll der Feigling. Und wahrscheinlich traust du dich nicht mal gegen mich anzutreten, oder? Hast du schon angefangen? Ja, klar. Ich meinte, du traust dich nicht mal gegen mich anzutreten, du. Oh Gott. Was hast du denn im Kopf? Ich hab mehr Hirn im Schuh. Aha, du denkst wohl, deine Reime sind besser als meine, hm? Dann hör besser zu und weine. Ha! Ich bin sehr klug. Worte kenne ich genug. Ich bin ein kleiner Bub. Der Sieg gibt mir einen Schub. Und du bist dumm. Du hast keinen Mumm. Deshalb bleibst du jetzt stumm. Kavum! Aua. Ach, wie peinlich du bist. Ich bieg dich gleich krumm. Oh, das war ein großer Fehler. Mach dich auf meinen tödlichen Endreim gefasst. Ich mach den besten Zankspott. Und mein Wortgefecht ist gut. Ich halte meine Zankrede, während ich dich ins Grab hebe mit meiner Zankrede. Ich bin tierisch stark. Erschüttere dich bis aufs Mark, weil ich dich jetzt hier schlag. Also, ehe ich noch mehr von dir höre, gehe ich lieber gleich selbst in mein Grab. Du, ich, warte ganz kurz. Ich brauche einfach noch kurz Zeit. Fergal, gesichtslos oder doch eher sprachlos? Nein, gleich hab ich's. Mein Todeszankschlag, er kommt. Ich, Fergal? Hallo? Also ja, der war wirklich genauso gut wie der Oleg-Spieler. Wenn nicht sogar noch besser. Also, boah. Da wundert es mich wirklich nicht, wenn die Leute an diesen Worten sterben, weil die sind... ja, ich bin sprachlos von so viel Wortgewandtheit. Gott. Es ist ja wirklich nicht zu aushalten. Meine Phrase. Sind die in dem Dorf hier alle bekloppt? Bernhard, nicht Bernhard, sorry. Soma, du hast doch wenigstens hoffentlich ein bisschen mehr Hirn, oder? Soma, um deine Leute besser zu verstehen, sollte ich dich besser kennenlernen. Ja, fragen wir sie doch mal ein bisschen aus. Wie hast du es geschafft, Jarlskona zu werden? Mein König Gudrum führte das Sommerheer durch dieses Land. Als er Westsexe angriff, meldete ich mich, um die Stadt zu verteidigen. Ich wollte Handel treiben, damit unsere Truppen reich und stark sind, wenn sie gebraucht werden. Gudrum war einverstanden. Und so habe ich diese Stadt von klein auf großgezogen und mich in sie verliebt. Sie zu verlieren war wie ein Dolchstoß ins Herz. Sie zurückzubekommen war wie Balsam. Wenn ich den Verräter finde, was wirst du mit ihm tun? Er stirbt durch meine Hand. Schmerzlos. Und ohne öffentliche Demütigung. Verräter oder nicht, dieses Schwein ist auch ein enger Freund. Ein Teil meiner Familie. Nur ich werde die Bürde dieses Todes tragen. Die anderen werde ich damit nicht belasten. Das wird genügen. Sag, warum liebst du Grantabrück so innig? Ich war jung, als meine Eltern starben. Aber alt genug, um mich zu erinnern. Ich habe mich mein Leben lang nach einer Familie gesehnt. Grantabrück ist mehr als eine Silberquelle. Es ist der Ort, an dem ich diese Familie aufbauen konnte. Für jeden, der eine braucht. Seien es Wanderer, Schmuggler oder Handwerker. Oh. Das ist alles. Viel Glück, Eivor. Danke, dass du das für mich tust. Ja, kein Wunder, dass dir die Stadt so wichtig ist. Umso bitterer natürlich, wenn es dann einen Verräter in den eigenen Reihen gibt und gerade noch unter den engsten Vertrauten. Und deswegen gucke ich mir doch mal hier den Tunnel an.
ob wir da irgendwelche Hinweise finden. Klug von Soma, diesen Tunnel zu bauen. Ach ja? Ich meine, wenn der Tunnel nicht da gewesen wäre, hätten auch die Leute nicht hier einsteigen können. Oh. Ach, natürlich. Kackschlange, ey. Lass mich raten, hier gibt es noch mehr von den Viechern. Natürlich. Ganz schön verwinkelt. So, wenn das ein Fluchttunnel hätte werden sollen, hätten sie ja schon ein bisschen... Huch, was gibt's denn hier? Ein gemaltes Kreuz. Was? Wo? Ach, da. Also, es ist ja auch der versteckteste Tunnelausgang jemals. Also, jeder, der um diese Stadt schleicht... Eine Spur gelber Farbspritzer. Ja, gleich, Ebor. Jeder, der um diese Stadt schleicht, um den Weg reinzufinden, der stolpert doch über diesen Tunnel. Da ist ja nicht mal die Tür zu. Na gut, ich meine, das haben die jetzt wahrscheinlich hier kaputt gehauen, aber trotzdem... Das hätte man das nicht ein bisschen, ich weiß nicht, unauffälliger machen können oder den Tunnelausgang irgendwo ein bisschen weiter weg oder so? Ist ja kein Wunder, wenn hier die Feinde einsteigen. Dieser Tunnel führt in das Langhaus. Der Verräter hat den Eingang mit einem gelben Kreuz markiert und dann die Angreifer eingeschlossen. Hier muss der Verräter mit ein paar anderen herausgekommen und in Richtung Flussufer gelaufen sein. Das ist ja cool. CSI Granterbrück. Na, und in diese Ecke wollte ich doch eh noch. Es trifft sich ja. Eine Katze. Was geht denn mit der und ihrer Stimme ab, sag mal? Aber wir können die Katze auch streicheln. Ja, komm mal her. Oh. Alter, das ist eine fette Katze, ey. Aber so flauschig. Kuss, Kuss! Bleib meiner Burg fern! Und meiner Brut! Meinen süßen Katzenkindern! Verdammte, verfluchte, elende Ratte! Ja, ich komm gleich. Ich muss nur der Farbe noch hinterherlaufen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt hier nur Geistesgestörte in dem Spiel. Kann das sein? Jemand hat diese gelbe Farbe bis zum Flussufer geschleppt. Hier wurde hastig ein Langschiff bemalt, dann segelten sie los, mit Verbündeten als Besatzung. Ich frage mich, wer das wohl gewesen ist. Vielleicht die Person, deren gelbes Langschiff wir letzte Folge oder vorletzte Folge in einer der letzten Folgen gefunden haben. Oh Mann, ey. Hinfort, ihr Ratten! Kann ich deine Ratten meucheln? Schweres Los, alter Mann? Diese Ratten! Ich habe alles versucht. Lauge vergossen, Heuschrecken geerntet, Kinder angeheuert, um sie zu fangen. Ich brauche ein ganzes Heer von Wundern. Die sind lästig und haben deine Ernte zerstört. Die Götter können Ratten nichts anhaben. Ha, ihr Heiden und eure Götter. Ich will nur ein Feld ohne Ratten, um die guten Menschen im Schier zu ernähren.
Du brauchst ihre natürlichen Feinde, um sie im Zaum zu halten. Meine armen Felder. Mein Gott, warum hast du so viel Ungeziefer erschaffen? Ja, also so schlimm sieht das Feld doch jetzt auch nicht aus. Bin ja kein Landwirtschaftsexperte, aber... Und natürliche Feinde, sagst du? Ich habe da doch hier eine Geisteskranke, die lauter Katzen hat. Kusch, Kusch, bleib meiner Bock, Schnauze. Ich glaube, dein Katzenheer hat eine Bestimmung, von der es noch nichts weiß. Du bist die Freier der Fans. Was? Wer zur Hölle ist Freier? Ist das die Metze, die letzte Woche meine Katzenkönigin essen wollte? Ah, und weil wir jetzt so gut im Spottstreit sind, können wir die jetzt hier betören. Sie ist eine Göttin, ähnlich wie du, der treue und mächtige Katzen im Kampfe helfen. Zeig deine Krallen, gute Frau. Oh ja, mächtig, das sind sie alle mal. Und ich bin ihre Göttin. Wenn du willst, nimm diesen Schlüssel und sieh sie dir an, meine süßen Kinderlein. Also diese arme Synchronsprecherin, entweder sie hat echt so eine Stimme, was mir dann noch mehr leid tut. Sie sollten mal an die Luft. Ich bin wohl wirklich wie diese Feuer, von der du sprachst. Ich sollte sie freilassen und als Krieger einsetzen. Wenn das nicht ihre echte Stimme ist, hat sie sich die echt kaputt gemacht bei der Arbeit. Da seid ihr hier, raus auf die Felder. Hopp, hopp, auf in den Kampf. Los, verrückte Katzen. Ja, frisch geknuddelt geht's doch viel besser zur Rattenjagd. Natürlich kann die Irre auch schreiben. Ein Manifest für alle, die Katzen lieben. Ich werde jetzt nicht diese Stimme nachmachen. Ihr Miauen ist die Wünschelrute, die in den Himmel weist. Ihre Tatzen sind engelsgleiche Haken, die zum Erklimmen der irdischen Wände gedacht sind. Keine Schlange und kein Drache kann sie aus meinem Heim vertreiben. Felinus Maximus, ich fresse mit ihnen, ich miaue mit ihnen, ich habe ihnen zu Ehren einen Schrein errichtet. Sie müssen als heilig geehrt werden. Eines Tages wird Gott ihren heiligen Plan erkennen, denn sie sprechen durch ihn zu uns. Gesegnet sei das heilige Miauen. Ich sag einfach nichts mehr. So, haben die sich jetzt schon nützlich gemacht, wenigstens? Katzen sind heilige Wesen und bewahren das Gleichgewicht. Dein Rattenproblem ist Geschichte, Freya sei Dank. Eigenartig, dass miauende Katzen mein Gemüt so beruhigen. Nimm diesen Schlüssel. In meinem Haus sind einige Güter. Bitte, bedien dich. Das Katzenmiauen beruhigt vielleicht sein Gemüt, aber die Nachbarin bestimmt nicht. Das ist auch geil. Hallo, du hast zwei Worte mit mir gewechselt. Hier, nimm meine ganzen Besitztümer. Und brech in mein Haus ein. Schöner Fisch. Lecker. Und was schreibt denn hier der Bauer? Brief an die Mutter. Liebe Mutter, jede Nacht bete ich und rufe gen Himmel aus. Lieber Gott, warum so viele Ratten? Ich muss dich leider darüber in Kenntnis setzen, dass ich weder meine Essensabgabe leisten, noch dir Hafer und Gerste für dein Bier und deinen Haferbrei schicken kann. Der Geschmack deines Bieres und Haferbreis bringt mir so viel Freude, doch die Ratten unseres Landes sind mit dem Teufel im Bunde und wimmeln auf den fruchtbaren Böden wie eine biblische Plage. Ich bete jeden Tag zu Gott, dass er mich eines Tages von diesem Joch befreien möge. Dein treuer Sohn, Cinebert, der Geplagte. Na, jetzt muss er sich jedenfalls umbenennen in Cinebert, der nicht mehr Geplagte. Hey Katze, mach mal deinen Job.